Sehr geehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, Ihnen heute Herrn Dr. Helmut Quittmann ankündigen zu dürfen. Nun hoffe ich nach den Erfahrungen von heute Morgen und gestern, dass Sie mit dem Titel Ihres Vortrages, nämlich der philosophische und ideengeschichtliche Hintergrund der humanistischen Psychologie am Beispiel verschiedener personenzentrierter Ansätze, einverstanden sind. Bei dem, was ich nachgelesen habe über Sie finden konnte, würde ich es sehr vermuten, weil Ihre Vita doch sehr den humanistischen Ansatz beinhaltet. Sie sind Autor des Standardwerkes Humanistische Psychologie, Psychologie, Philosophie, Organisationsentwicklung. In Hamburg haben Sie bei Rainer Tausch Psychologie studiert. Und Sie haben auch für das Lehramt studiert und haben mir erzählt, dass da insbesondere Annemarie Tausch Sie gestärkt hat, den Abschluss zu machen, als Sie gar nicht mehr bereit waren dazu, mit den Worten, es werden immer gute Lehrer gebraucht. Sie haben 5 Jahre dann als Lehrer gearbeitet und danach nochmal circa 10 Jahre in der Ausbildung für Lehrer an der Hochschule. Sie haben dann promoviert. Der Titel Ihrer Promotion, wie könnte es anders sein, heißt Humanistische Psychologie. Sie haben eine Ausbildung in Gestalttherapie absolviert und waren auch als freier Organisationsberater tätig. Sie waren dann in Hamburg tätig im Bereich der Bildungsbehörde, was auch immer sich dahinter versteckt, und Sie haben im schulpsychologischen Dienst gearbeitet. Und dann, was Sie sicherlich auch sehr nochmal ausmacht in Ihrer Biografie, Sie haben 10 Jahre in der Beratungsstelle für besonders Begabte gearbeitet und diese Beratungsstelle auch aufgebaut, sind jetzt wieder als freier Fortbildner, Supervisor, Berater tätig. Sie beschäftigen sich durchgehend in Ihrer beruflichen Laufbahn mit der humanistischen Psychologie und den philosophischen Hintergründen aus der Existenzphilosophie und der Phänomenologie. Und Sie sind dabei stark von den humanistischen Vertretern Rogers, Perls, Cohn, Goldstein, Fromm, Bühler und Maslow beeinflusst. Sie werden als Theoretiker und Praktiker gleichzeitig beschrieben. Und nun freuen wir uns auf Ihren Vortrag. Ich begrüße Sie ganz herzlich und gratuliere Ihnen nochmal an dieser Stelle zu Ihrem 40-jährigen Jubiläum. Das Jahr 1970, wo Sie sich gegründet haben, daran habe ich eher schlechte Erinnerungen. Da bin ich nämlich durchs Vordiplom gefallen in Psychologie. Und circa 15 Jahre später habe ich dann über humanistische Psychologie promoviert. Das ist im Rückblick für mich interessant. Und dazu später noch mal etwas mehr. Eine kleine Vorbemerkung. Ich bin leicht erkältet, ein wenig erkältet. Und es könnte sein, dass mich kleinere Hustenattacken einholen. Erschrecken Sie dann bitte nicht. Begleiten Sie mich mit guten Gedanken und vertrauen Sie auf meine Selbstheilungskräfte. Ja, ich... wo ist die Technik? Geht das her? Macht er nicht. Achso, muss auf P stehen? Mittelstellung? Ah, alles klar. Hat er mir gestern alles erklärt, aber. Ja, ich möchte Ihnen in einem ersten Teil etwas über die Hintergründe der humanistischen Psychologie sagen. Da geht es dann um die gesellschaftliche Situation, vor allen Dingen in den USA, und vor allen Dingen über die damals wesentlichen Strömungen der Psychologie und vor allen Dingen Philosophie. Davon war schon in den vorherigen Vorträgen auch die Rede. Dann im zweiten Teil möchte ich Ihnen dann zeigen, wie diese Hintergründe sozusagen Eingang gefunden haben in Konzepte der humanistischen Psychologie. Und ich konzentriere mich dann, ich enge das sozusagen dann ein auf die drei Konzepte, die Sie dort sehen.
Und mit allen drei Konzepten habe ich auch persönlich sozusagen in meiner beruflichen Erfahrung zu tun gehabt. Die Geschichte der humanistischen Psychologie nenne ich die Zeit von 1929 bis 1961-62. 1929 markiert das Jahr der Weltwirtschaftskrise, 1961 die erste Ausgabe des Journal of Humanistic Psychology und 1962 die Gründung der American Association of Humanistic Psychology. Gründungsmitglieder Charlotte Bühler, Abraham Maslow und Carl Rogers unter anderem. Die Hauptentwicklungszeit der humanistischen Psychologie ist in den 50er und 60er Jahren, wo sie sich als sogenannte dritte Kraft neben Psychoanalyse und Behaviorismus etablieren konnte. Sie war zunächst auf die USA begrenzt und kam erst Ende der 60er Jahre nach Deutschland und Europa, wesentlich vertreten durch Reinhard Tausch, Reinhard und Annemarie Tausch und Ruth Kohn mit ihrer themenzentrierten Interaktion. Wie kann man sich die damalige gesellschaftliche Situation in den USA vorstellen? Bis zum Ende der 20er Jahre herrschte der alte Pioniergeist. Werte wie harte Arbeit, Bescheidenheit und Frömmigkeit galten als zentrale Tugenden. Die Weltwirtschaftskrise 1929 erschütterte die amerikanische Nation ins Mark. Jeder vierte Amerikaner war arbeitslos. Präsident Roosevelt wurde Präsident und leitete eine gigantische Wirtschaftsreform ein, den New Deal. Dieser New Deal war verbunden mit einer kulturellen Erneuerung und von der Idee einer langfristigen Demokratisierung der Gesellschaft getragen. Zum Beraterstab von Roosevelt gehörten überwiegend Leute, die dem humanistisch orientierten Pragmatismus von John Dewey verpflichtet waren. Neue Gesetze zur Förderung staatlicher Arbeitsprogramme, Elektrifizierung der ländlichen Gebiete und Wohnungsbauprogramme mischten sich mit Wohlfahrtsprogrammen, die Kindern, arbeitslosen Rentnern, kleinen Bauern und Händlern eine menschenwürdige Existenz sichern sollten. Diese Mischung aus ökonomischen und humanistisch orientierten Maßnahmen hatte, stark beeinflusst von John Dewey, unter anderem eine Erklärung in der Persönlichkeit von Roosevelt, für den Emotionen und Intuition die gleiche Wichtigkeit hatten wie rationales Denken und Handeln. Auch im Bereich der Psychologie und Psychiatrie wurde die von Roosevelt eingeleitete Idee einer Verbindung von Mensch und Gesellschaft durch eingewanderte Europäer ergänzt. Unter anderem die komplette Berliner Schule der Gestaltpsychologie mit Wertheimer, Köhler, Kofka, Levin, wesentliche Vertreter der Psychoanalyse wie Adler, Reich, Rank, Perls und Kohn. Und auch in der Psychiatrie hat sich Entscheidendes getan, die Daseinsanalyse von Binswanger und Boss, die ganz eng orientiert war an der Philosophie, Existenzphilosophie von Heidegger. Dazu sage ich später noch mehr. Auch die Beschäftigung mit philosophischen Fragen wurde intensiviert. Vor allem die in Europa im Entstehen begriffene Richtung der Existenzphilosophie, die einwandernden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler quasi im Gepäck hatten, stieß auf großes Interesse. Schriften von Kierkegaard, Heidegger, Buber, Jaspers und Sartre, die sich der herrschenden Philosophie entgegenstellten, stark beeinflusst durch die Erlebnisse des Krieges, wurden ebenso aufgenommen wie Gedanken östlicher Philosophie, hier vor allem der Buddhismus, und die hiervon stark beeinflussten Romane von Hermann Hesse. Die Zeit war reif für eine humanistische Orientierung, nicht nur in der Psychologie, sondern in der Gesellschaft überhaupt. John F. Kennedy war Präsident geworden, die Jugend rebellierte und besann sich auf die humanistischen Ideale des New Deal. Der Ausbruch des Vietnamkrieges, dessen verlustreicher Verlauf und das Verbrechen von My Lai rüttelten an den Festen des freien Amerika. Der Widerstand dagegen erfasste nicht nur die Jugend, sondern die ganze Nation und mobilisierte den Gedanken einer moralischen und insgesamt humanistischen Erneuerung.
Welche psychologischen und philosophischen Ideen begleiteten die humanistische Psychologie bei ihrer Entstehung? Da ist zum einen die Existenzphilosophie mit der Phänomenologie als ihr wissenschaftlicher Zugang zur Philosophie sozusagen. Und die beiden großen Richtungen der Psychoanalyse und Behaviorismus. Kriegen Sie keinen Schreck. Sie brauchen es weder mitschreiben noch sich merken, weil ich habe es hier liegen, Sie können es sich nachher holen. Wichtig an dieser Darstellung ist mir nur, dass hier sehen Sie die von Frau Locher schon erwähnten Vertreter der humanistischen Psychologie, für die ich mich damals im Rahmen meiner Dissertation entschieden habe, sie zu untersuchen. Oben ist dann sozusagen die Philosophie hier, die Existenzphilosophie mit Heidegger als zentralen Vertreter und Martin Buber, seiner Ich-Du-Philosophie. Und im unteren Teil sehen Sie dann die großen Blöcke Psychoanalyse und Behaviorismus. Habe ich Ihnen hier gezeigt, damit Sie mal sozusagen die Einbettung der humanistischen Psychologie in die sowohl zeitlichen Strömungen, philosophischen Strömungen, als auch in die damalige psychologische Situation sehen können. Und wie gesagt, Sie können es dann in Ruhe später nochmal sich angucken. Welche Menschenbilder waren damals? Also Sie müssen sich vorstellen, wir sind 80 Jahre zurück. Da ist zum Ersten die Psychoanalyse. Die psychoanalytische Entwicklungstheorie nach Freud geht davon aus, dass genetisch angelegte Triebe, zum Beispiel der Sexualtrieb, die menschliche Persönlichkeit prägen. Der Mensch hat seine Entwicklung nicht selbst in der Hand, sondern sie wird vom Unbewussten gesteuert, erstreckt sich über das ganze Leben und durchläuft dabei verschiedene Phasen. Der Umwelt kommt die Aufgabe zu, das triebgesteuerte Fehlverhalten in sozial adäquate Bahnen zu lenken. Störungen im Ablauf der Phasen belasten und beeinträchtigen die Entwicklung der erwachsenen Persönlichkeit. Das Menschenbild kann so beschrieben werden: Der Mensch ist triebgesteuert, stark anlagebedingt, das Unterbewusstsein bestimmt maßgeblich das Verhalten. Die Umwelt muss Triebe kanalisieren. Für mich eine eher pessimistische Sicht auf den Menschen. Watson als zentraler Vertreter des klassischen Behaviorismus stellte der Psychoanalyse ein anderes Menschenbild gegenüber. Er vernachlässigte die Möglichkeit angeborener Erfahrung und vertrat den Standpunkt, dass die Entwicklung des Menschen, damit auch jede Entwicklungsstörung, ausschließlich auf Umwelteinflüsse zurückzuführen ist. Ausgehend von einer wechselseitigen Beeinflussung von Organismus und Umwelt hat der Organismus bei Skinner bereits die Möglichkeit, seine Umwelt aktiv zu beeinflussen und zu verändern. Das heißt, die Entwicklung des Menschen wird nach Skinner bereits sowohl durch die Umwelt beeinflusst, aber auch der Mensch verfügt über Möglichkeiten des aktiven Eingreifens in seine Umwelt. Zusammengefasst, der Mensch ist ein Produkt seiner Erfahrungen, genetische Anlagen sind sekundär, der Mensch wird beeinflusst, greift aber auch selbst ein. Schon eher ein optimistisches Menschenbild. Kommen wir zur humanistischen Psychologie mit den bereits genannten Vertretern, Vertreterinnen. Die humanistische Psychologie hat sich sowohl gegen die Psychoanalyse abgegrenzt, als auch gegen den Behaviorismus und sieht den Menschen als ein autonomes Wesen. Er ist ein Gestalter, ein Architekt seines Lebens. Er ist eigenverantwortlich und gerichtet auf Werte und Selbstverwirklichung.
eine optimistische Sicht auf den Menschen. Hier habe ich Ihnen das nochmal zusammengefasst, links und rechts die beiden damals bestehenden Schulen oder Richtungen und die humanistische Psychologie als dritte Kraft in Abgrenzung gegen diese beiden Strömungen. Ich komme jetzt zur Existenzphilosophie. Hier sehen Sie die und Phänomenologie, hier sehen Sie die wesentlichen Vertreter in der damaligen Zeit, für die humanistische Psychologie besonders bedeutsam die rot markierten Martin Buber und Martin Heidegger. Im Mittelpunkt der Existenzphilosophie steht die Betrachtung und Erforschung des menschlichen Seins, der Existenz. Gemeint ist zunächst immer die individuelle Existenz des Menschen. Existenz wird nur den Menschen zugesprochen, nicht den Dingen. Sie gilt als typische Seinsweise des einzelnen Menschen, ungeborgen, einsam vor dem Nichts, geworfen in eine äußerst komplexe, zum Teil unverständliche, absurde Wirklichkeit, deutlich bestimmt durch Angst,